Burger, Pommes, Nuggets, go. Und damit hallo zu diesem neuen Video. Und heute mal ein sehr besonderes Video. Und das sage ich relativ oft. Aber dieser Test heute ist schon quasi wie eine, ja, wie eine Kirsche auf dem Sahnehäubchen, wenn man das so sagen kann. Denn heute teste ich die Lays mit Teriyaki-Geschmack in Kooperation oder wie auch immer mit Subway. Und ich denke, Subway kennen wir alle. Ich liebe persönlich Subway. Und ja, viele Zuschauer, also ihr habt mir, sehr viele von euch haben mir Bilder geschickt, dass Lay's jetzt Sorten mit Subway und KFC-Geschmack rausgebracht hat. Ich habe es davor auch schon mitbekommen und bin sehr gespannt. Ich habe sie allerdings vorher noch nicht entdeckt und habe sie jetzt entdeckt und werde in den nächsten Tagen, wenn ich sie finde, auch nochmal die KFC-Lay's testen. Hier hinten steht nochmal drauf, unsere knusprigen Lay's Kartoffelchips treffen auf den Geschmack des herzhaften Chicken Teriyaki Subs. Bei den Lay's Iconic Restaurant Flowers haben wir uns mit den beliebtesten Schnellrestaurants weltweit zusammengetan, um dir ein unwiderstehliches Geschmackserlebnis zu bieten. Dafür haben wir ikonische Gerichte in köstliche Chips verwandelt. Und ja, ich bin echt, wie gesagt, gespannt. Und ja, hier wurde ja auch nochmal gesagt, mit den beliebtesten Schnellrestaurants. Also ich fände es schon geil, wenn jetzt noch Chips mit McDonald's-Geschmack kämen. Übrigens ist mein Bruder auch hinter der Kamera. Der ist auch unten verlinkt. Macht dir mal gerne die 100 Abos voll und aktiviert die Glocke. Ich hoffe, ihr habt sie bei mir schon aktiviert. Genau. Ja, ich bin mal gespannt. Und ja, McDonald's wäre schon richtig cool. Aber mal gucken, wie man das umsetzt, falls es überhaupt dazu kommt. Aber jetzt gibt es derzeit die Subway, also Lay's mit Subway und KFC-Geschmack. Ich öffne sie. Ich habe 1,59 € bezahlt. Und bin mal echt gespannt. Hier ist natürlich nur die halbe Packung drin. So, okay, mach die Kamera wieder hoch. So, jetzt bin ich echt gespannt. Die riechen... Du kannst ja gar nicht essen, du bist ja vegan noch, ne? Mhm. Ja. Also, boah, sie riechen, ich kann es nicht zuordnen, so ein bisschen Chicken-mäßig, aber... Willst du das Tab auch nochmal? Ja, ich glaube, Teriyaki ist ja sogar mit Chicken häufig. Genau. Ach ja. Boah. Also man schmeckt so ein bisschen diese Subway-Soßen raus, finde ich. Diese Onion-Soße, die ich auch sehr gerne mag. Also was ich eigentlich cool finde, sind, dass die Chips so geriffelt sind. Ich mag solche Riffelchips gerne. Also, ja, es schmeckt so nach sehr gewürztem, relativ, ja, so salzig, saurem gewürzten Fleisch. So ein bisschen so. Also Pulver, ne? So sauer, salziges Pulverfleisch, Aroma, wie auch immer. Also so schmecken die. Ich finde sie nicht schlecht, so. Ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen würde, ah, das ist Subway. Aber es schmeckt interessant und lecker. Also richtig, so ein bisschen schon fast oriental, würde ich sagen. Auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten, 10 ist gut, 1 ist schlecht, gebe ich den Lay's mit. Also, ja, auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten nochmal, von 10 ist gut, 1 ist schlecht, gebe ich den Lay's Teriyaki von Subway oder mit Kooperation, in Kooperation mit Subway. Ich denke, ich gebe den Lay's 8 von 10 Punkte. Also ich finde sie echt spannend. Ich finde die Idee auch mega. Also das finde ich so geil eigentlich. Der Geschmack ist nicht schlecht. Also das ist ja auch eine Geschmackssache. Aber ja, schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Kleiner Zwischencut. ja, also ich finde es eine coole Idee. Ich finde es einfach eine coole Idee. Ich bin sehr gespannt auf die mit KFC-Geschmack. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die gegessen habt oder welche Sorte ihr nehmen würdet. Die mit Subway oder von mit KFC. Dann war es das mit dem Video. Lasst ein Abo und ein Like da. Vergesst nicht, meinen Bruder abzuchecken. Und ja, ein paar kleine Zwischencuts, vielleicht sind euch welche aufgefallen, sind vorgekommen. Bis dann, ciao.